Was gab's noch für Gegner? Ich weiß gar nicht mehr genau. Hier, Bowser gab's und Dr. Wily und, ja, ich hab's Let's Play gesehen. Ich weiß, ich kenne alle Gegner, aber mir fallen keine mehr ein. Doch, da, Mother Brain gab's. Also es gab schon die richtigen Gegner, nur irgendwie, halt böser und viel mächtiger, weil man hat nur ein Leben und die sind einfach nur Haut drauf Gegner gewesen. Und, ja, wie gesagt, es gab nicht nur Gegner, es gab auch irgendwie Freunde und, aber ich, Overta hatte sowas, hatte irgendwie sowas nicht. Und das fand ich schön am Overta-Stil. Ich weiß, ich winsel gerade furchtbar wegen dem Overta-Stil rum. Das sollte ich mal lassen. Chup, 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 chup. Jetzt kann ich auch nicht mehr geladen halten. Ah. Ich frag mich, was passiert wäre, hätten wir erst den Code geholt. Und statt den Doppelgänger, den hätten wir dann gar nicht mehr gebraucht. Aber doch, wir müssten ihn ja aus Vollständigkeitsgründen. 42. Zone. What the hell is then going wrong with this game? So, ich bin ganz kurz AFK. So, es kann weitergehen. Ich frag mich, ob jetzt irgendwas in der Zeit, wo ich weg war, passiert ist. Ich habe die Aufnahme mal laufen lassen, sicherheitshalber, um das nachzuprüfen. Ja, gut, nochmal. Aber was ist denn jetzt mit diesem Spiel los? Also ganz ehrlich, das ist seltsam, das macht mir Angst. Heißt das, dass wir 42 Mal jetzt gestorben sind oder wie? Dass das irgendwie so ein kleines Easter Egg ist? Gibst du hier 42 Mal, kommt irgendeine kleine Mario-Animation. Jetzt freust du dich aber, oder? Hahaha, toll. Geht auch nirgendwo weiter. Ganz, ganz heiter. Moment, ich will was ausprobieren. Das wäre richtig krass, wenn das gehen würde. Nein, das geht nicht. Okay, er macht also zu. Sonst hätte ich gedacht, wieder hochspringen und dann gucken, ob es da weitergeht. Aber nee. Nee. Also ich werde jetzt versuchen, das hier zu schaffen, auf Biegen und Brechen. So. Zack, zack. 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 Bin ich denn des Wahnsinns? Ne, das war nichts. Ich muss höher. Nein. Knapp verfehlen ist auch daneben. Ta-da-da. Aber das ist ein Glücksspiel einfach nur. Das hat einfach nur mit Glück zu tun. Das kann ich nicht timen. Das geht zu schnell. Da müsste ich ja wirklich Megamind sein, um das hier timen zu können. Oder Mastermind oder was auch immer. Megamind, war das nicht der blaue Knilch aus dem Film? Da irgendwie. Gab's da nicht einen Film drüber? Das weiß ich. Okay, gut, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott. Ich rutsch mal wieder näher ans Mikro an, ran, hier um uns zu nerven. Zack. Zack, zack, zack. Ah, es fuckt so dermaßen ab, so langsam. Wenn das Spiel anfängt, keinen Spaß mehr zu machen, dann ist Dan zur Stelle. Und spielt es trotzdem weiter. Weil er blöd ist. So. Und wer hat gerade gesehen, dass er gerade das unmöglich gemacht hat, was eigentlich gar nicht passieren dürfte, dass er so einen Knollen schießt? Warum hat er gerade einen Knollen geschossen? Das geht doch gar nicht. Dann müsste er ja sofort jetzt, weil ich habe ja eigentlich keine Verzögerung drin, ich habe ja sofort Schuss. Und dürfte er der 3 auf einmal nach links geschossen, wie auch immer das geht. So. Er hat das Unmögliche gemacht. Das war bestimmt ein Bug. Nein! Ich hasse dieses Spiel dafür. Ich hasse es einfach dafür. Es ist so ätzend. Es fuckt ab. Vor allem, da ich zweimal diese 1% Chance wieder hinkriegen muss. Es ist ja so ein Sprung, der wirklich nur zu 1% gelingen kann. Das ist... verdammte Axt. Glückssache. Da, wieder. Wieso kann er so einen Knoll schießen? Das geht doch gar nicht. Das dürfte er gar nicht. Das ist physikalisch nicht möglich, sage ich mal einfach so. Verstehe ich jedenfalls nicht. Okay. Und rüber. So, jetzt habe ich keine Probleme hier zu stehen. Und jetzt links. Jetzt. Nein! Ich habe ihn wieder knapp dafür. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ich habe den genau getimed. Zack, zack, zack. Du.
alles eine Frage der Zeit. So. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil Timing. Oh, oh, oh. Nee, das war gar nichts. Na komm schon. Kannst mir noch eine Chance geben. Ein Ticken langsamer. Dann wird's gehen. Aber nein. Das wäre ja nicht nachgemacht dann von I Wanna Be The Guy, weil I Wanna Be The Guy ist so cool und schwer. Das ist ja... Ficken. Leute, seid's nicht genauso scheiße wie I Wanna Be The Guy. Ich hasse es. Wieso? Ovi! Ja, nein. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Nein, natürlich nicht so. Natürlich stelle ich mich wieder doof an und sterbe. Was habt ihr denn anderes erwartet? Okay, also ich kann, wenn ich im richtigen Zeitpunkt einen Sprung komplett nach oben mache, genau auf der Plattform landen, was mir Zeit verschafft. Ich bin dumm. Sowas von dumm. Ich kann das nicht. Warum mache ich das denn? Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Ich will wenigstens ein Passwort. Das Dumme ist, jetzt bin ich in dieser Bredouille, ja? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und das rechne ich diesem Spiel nicht gut an. Nein! Oh, verfickte! Ich war so nah dran! Okay, ich hab's aber verstanden. Habt ihr gesehen? Ich hab's verstanden. Das heißt, das kann nur heißen, innerhalb der nächsten 3-4 Folgen werde ich durchkommen. Ja. Ah, ich hoffe, ich schaff's schneller. Na, wer weiß. Oh yeah. So. I got balls of steel. Nee, Moment. Nein, das war der andere. Okay, wo ist es denn? Jetzt. Nein, ich muss ja auch noch auf mich achten. Nicht nur auf den Sprung. Den Sprung, der nützt nämlich nichts, weil der ist mit meiner Höhe zusammen. Und das ist, irgendwie hängt das zusammen. Und das ist dann scheiße. Ach, da fällt mir auch ein, genau, ich habe noch nicht erzählt, dass demnächst ein neues MMORPG-Let's Play, MMORPG-LP, ah, das ist lustig, MMORPG-LP, das ist ein lustiges Wort, ach, wir lieben doch Abkürzungen, wir Gamer, ja, wunderschön, also, ja, hätte RTL das gesagt, wäre keiner drüber sauer, ganz ehrlich. Da muss ich recht geben. Aber der Rest, dafür hassen wir RTL. Ihr wisst genau, was wir machen. So. Hopp. Nein. Zu früh. Ich war noch nicht bereit. Okay. Zack. Ficken. So, zack. Zack. Oh Gott, das war knapp. Nein! Wieso? Lass ich. Fuck you. Blödes Spiel. Saublödes Spiel. Ganz ehrlich. Wann kriege ich den 100-Punkte-Screen? Hat das jetzt eigentlich irgendwas bewirkt? Nö, nicht wirklich. Einfach nur so ein Kackblock, der mir im Weg steht. Danke, du Tür da oben, dass du mich daran erinnerst, dass was kommt. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich platt. So. Auf geht's, weiter geht's, ab geht's. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Das fuckt dermaßen ab. Ah, Mann. Nee, ganz ehrlich, es ist Abfuck. Es ist gerade wirklich Abfuck. Weiß auch nicht, ich fange an, dieses Spiel zu hassen. Und das ist nicht schön.
Das ist schlimmer als alle... Oh Gott, was? Was zur wie zur wozu? Moment. Nee, nee. Okay, gut. Ich musste gerade meinen Schock irgendwie ein wenig herauslassen, indem ich mir doch nochmal angeguckt habe, wie das jetzt geht. Ob das jetzt wirklich noch ein Fake ist oder sonst was. Nein, es gehört sogar noch zum Originalspiel, soweit ich weiß. Ich habe mich nur nicht mehr dran erinnern können, dass es so war. Ja, es ist eine Kacke. Es ist eine richtige Kacke, was hier jetzt gerade abgeht. Und zwar müssen wir... Genau. Und jetzt wieder rüber. Und wenn die jetzt wieder verschwinden, jetzt kommen sie nie wieder. Nie wieder. Na gut, bis wir tot sind. Dann beginnt das Leben nochmal von vorne, die Zeit wird zurückgespult und dann kommen sie natürlich wieder, aber ansonsten kommen sie nie wieder. So. Was sozusagen totaler Schwachsinn ist, was ich hier erzähle. Jetzt muss ich hier nur raufkommen. Ha. Ich hab's geschafft. Room of Divine. Ta-t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 a. So. Transportation. Keine Ahnung, bla bla. Jetzt weiß ich nicht wirklich, was hier abgeht. Tot. So, hier sind alle möglichen Waffen, die Kid noch nie gehabt hat, warum auch immer die hier stehen. Game over. Game over. Ich werde sie trotzdem alle durchprobieren. Game over. Game over. Game over. Game over. Okay, jetzt könnte ich zu jedem Helden natürlich noch was sagen, aber... What the fuck? Nein, das wollen wir noch gar nicht sehen. Wir wollen hier lang. Oh, ein Passwort. Oh, ich liebe dich. Oh. Okay, okay, okay. Ihr seht gerade nicht, weil ich nicht reingeschoben habe. Hier. I wanna be the guy. A3. D15. E13. So, sehr schön. Wunderbar. Oh, wunderschön. Ein Passwort. Warte, ich will wissen, was passiert, wenn ich hier... Moment. Das ist das erste Mal, dass ein Passwort innerhalb des Spiels erscheint. Mann! Mann! Ah, okay. Aber ich will das Kitty nochmal treffen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich die Katze treffe. Ich will die Katze jetzt töten. Tut mir leid, das muss jetzt... Ich muss... Auch wenn ich so oft schon gestorben bin und es alles so viel Zeit gekostet hat, der Versuch ist mir jetzt einfach... Okay, passiert nichts. Gut, also, es geht los mit dem Final... Der Final Endgegner. Ach, egal. Ja, los geht's. Ah, das ist das Ende von I Wanna Be The Guy, soweit ich weiß. Er hat seine Waffe wieder. Und, was? Was, Monkey Ball? Oh, was? Oh, wie? What the? Oh, wie, was machst du da? Geh da weg, das ist Kid. Kid ist böse. Kid ist stärker als du, eindeutig. Nein, keiner ist stärker eigentlich. Was zur... Was geht denn hier ab? Final Fight mit Kid? What the? Das ist... Oh, das ist so episch. Was zur... Was zur... Was zur... Okay, 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 er ist in einem Monkey Ball und beschießt uns. Wie fair, wie fair. Und wir haben keine Superknarre mehr. Was ich etwas traurig finde. Wo ist unsere Superknarre? Wir haben auch keine Aufladeknarre mehr. Wir haben also nur Standard. Oh Gott. Bisher ist er billig. Okay, das muss ich sagen. Bisher ist er billig. Aber er hat noch. Er hat bestimmt eine zweite Form. Overta hat unendlich Leben. What the fuck? Aber nur ein Leben. Ah, hehehe. Ja, toll. Unendlich extra Lives. Und der Enemy verliert sowas von keinen. Schaden. Toll. Du bist... Kid, du bist auf einmal super stark geworden. Was ist los mit dir? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Es geht, es geht, es geht, es geht bisher. Also, wenn er jetzt eine zweite Form hat, dann werde ich sowas von dermaßen schreien. Nein, nein, nein. Weil dann wird's scheiße, weil das dauert so lange, bis man die erste Form hier besiegt hat. Ah, da ist ein Ultimate Fight, ist, denke ich mal, schon, dass er eine zweite Form hat. Wie gesagt, hatte bisher jeder, aber... Selbst Ding hatte nochmal so einen extra fiesen Sterbeträger. Okay, okay, das kann einfach nur ewig lange dauern. Ich schaue es mir ganz kurz mal an. Gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Also, er ist nicht der schwerste Endgegner, auf jeden Fall nicht. Der schwerste Endgegner war diese Scheißbiene. Das ist der glückliche Part meiner Meldung.
Der Schlechte, er hat zwei Formen. Die Gute, sie sind in dem Lebensbalken mit einbegriffen. Das heißt, die Hälfte des Lebensbalkens und... Also, es ist Skip. Wow, es ist zum ersten Mal nützlich.